Moin Leute, hallo, herzlich willkommen zu Cataclysmo, einem wunderbaren Spiel, welches in Kürze rauskommt. Wir haben so eine Vorabversion und in die schauen wir heute mal rein. Worum geht es in diesem Spiel? Wir müssen Burgen bauen und diese Burgen gegen anstürmende Feinde verteidigen. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Wir können eine Kampagne spielen, die habe ich schon mal angetestet. Die ist ganz süß, da wird man so eine Geschichte eingeführt und bekommt das Spiel so peu à peu beigebracht. Das ist für Leute, die viel Zeit haben und gerne als so Kampagnen einfach spielen. Dann gibt es den Endlos-Modus und Scharmützel. Es gibt auch einen Level-Editor, man kann sich eigene Level bauen oder Community-Level runterladen. Wir machen mal aber jetzt einen Scharmützel. Ich habe schon mal vorhin so reingeguckt, es gibt zwei. Derzeit vergessene Lichtung und die Fluten. Und ich glaube, dann wird das Spielprinzip auch relativ schnell klar. So, wir machen einfach mal hier mittlere Schwierigkeit und starten. So. So sieht das aus. Habt ihr eigentlich Sound? Seid ihr soundtechnisch gut versorgt? Ich glaube ja. So, also. Wir machen mal Pause. Was passiert hier überhaupt, fragt ihr euch. Das ist jetzt, wie gesagt, der Scharmützelmodus. Wir haben einen Trupp von drei Einheiten. Drei verschiedene Einheiten. Zum einen hier ist es der Bogenschütze. Dann haben wir den Schleuderer. Und dann haben wir die Iris. Die sind alles Kämpfer, mit denen wir natürlich kämpfen werden, logischerweise. Das hier ist unser Burgkern. Und das Ganze hat so Tower Defense-Anleihen. Wir müssen jetzt um diesen Burgkern herum Mauern bauen, quasi eine riesige Burg bauen. Und in der Nacht kommen dann wilde Kreaturen, greifen die Burg an, versuchen sie zu zerstören. Und wir müssen das möglichst verhindern. Wir brauchen zum Bau dieser Burgen Materialien, vornehmlich Steine, aber auch Holz. Und die findet man hier in der näheren Umgebung. Wenn es Tag ist, können wir mit unserem Trupp raus und diese Materialien sammeln. Ich sehe zum Beispiel hier hinten schon Stein und was ist das? Ein Ei oder was? Keine Ahnung. Und hier auch, liegen auch so ein paar Sachen rum. Und das hier sind unsere Feinde. Ganz wilde, ekelhafte Kükenkreaturen. Wir können sehr weit rauszoomen, und zwar so. Und können auch sehr weit wieder reinzoomen, wie ihr seht. Im Prinzip bis hier die unsaubere Haut dieses Etwas zu sehen ist. Genau. Wir machen einmal Folgendes. Wir nehmen mal unseren Trupp, nutzen jetzt mal den Tag, hier wird das ja angezeigt, und sammeln jetzt Ressourcen ein, müssen auf dem Weg uns immer gegen diese Leute da durchsetzen, die überfallen uns auch tagsüber. Da gibt es auch ein paar von denen, die nicht bis zum Einbruch der Nacht warten, um uns zu malträtieren. So, die haben wir jetzt besiegt, holen uns hier diese Materialien, Holz und Stein. Ja, die kommen so tröpfchenweise nach, ne? So, okay. Gehen wir mal hier lang. Solange die immer so einzeln kommen, gar kein Problem. So. So, und das Bauen ist natürlich das Herzstück des Spiels. Ich habe natürlich noch nicht so viel gezockt, logischerweise. Aber das sind so meine ersten Gedanken dazu. Und wir müssen immer hier die Uhr im Blick behalten. Weil, wenn es Nacht wird und wir sind hier draußen, ist blöd. Dann verlieren wir im Zweifel. Genau, und die Ilse hier, Iris, der ist es völlig egal, wo sie steht, meiner Meinung nach. Genau, die kann überall gut agieren. Die hat keine besonderen Ansprüche. Okay. So, hier gibt es reichlich Holz. So, die patrouillieren hier noch, die machen wir auch irgendwie einzeln weg. Was ist das denn hier? Kommen die daher? Ist das ein Nest? Ist das ein Nest? Da könnt ihr auch die Geschwindigkeit erhöhen. Oh, 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 shit. Oh, fuck. Das war, glaube ich, keine gute Idee. ich wollte nicht direkt jetzt zu Beginn hier sterben. Das war nie mein Plan. Ich weiß noch nicht, was das da ist, ob das ein Lager ist, aus dem die spawnen und dadurch, wenn ich das kaputt mache, habe ich irgendein Nest quasi kaputt gemacht und kann dann
hoffen, dass weniger Feinde kommen. Probieren wir einfach mal aus. Jetzt macht der hier natürlich immerhin rein gerade ein bisschen Ärger, aber... So, geil, kaputt. So, ich nehme an, das muss für irgendwas gut gewesen sein. Ich bin ja auch am Rand der Karte. Und wir müssen jetzt mal langsam nach Hause. Weil die Nacht kommt, wie ihr seht. Die Nacht kommt. So, und jetzt habe ich noch nicht so viele Ressourcen gesammelt, wie ich eigentlich wollte. Jetzt machen wir uns mal ans Bauen. Ich habe keine Ahnung, von wo die kommen. Normalerweise wird das dann angezeigt. Und dann habe ich vielleicht noch Zeit zu pausieren und mich dann zu entscheiden, wo ich die Mauern erstmal errichte. Vielleicht ist das gar nicht so dumm. Weil ich kann ja nicht an allen Seiten gleichzeitig bauen. Oh Gott, die Nacht kommt mit all ihren Schrecken. So, wir warten mal kurz. Ich hoffe mal, das klappt so. Wenn nicht, dann nicht. So, da oben ist auch noch schön. Das holen wir uns direkt. Was sagt die Zeit? Aber das ist hier ein super Platz. Die können gar nichts machen. Der überlegene menschliche Intellekt. Okay, the night is nearly here. Das scheint mir der... Ja, okay. Da, von da kommen sie jetzt. Die Aberdutzenden. Okay, gut zu wissen. Das heißt, ich werde natürlich anfangen, hier meine erste Mauer zu bauen. Das ist ja ganz gut. Das ist ja ein relativ schmaler Bereich. Und... Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten mache. Sollte ich vielleicht hier die Tür bauen? Oder die Tür eher weiter. Bin ja mal Fan davon, Türen in der Mitte zu bauen. Wir können aber auch hier hingehen. So oder so, es wird jetzt Spaß machen, weil das Bauen ist natürlich das Herzstück dieses Spiels. Das ist wichtig, weil die Gegner versuchen, die natürlich kaputt zu machen. Ich könnte jetzt hier so einen Einerstein hinsetzen. Ich könnte aber auch einen langen Stein nehmen, so eine Säule, und die zum Beispiel hier hinsetzen. Vielleicht ist das sogar besser. Jetzt ergibt das mehr Sinn. Wir werden sehen. Okay. Jetzt baue ich mal so, wie ich früher immer Duplo gebaut habe. Und zwar über diese Naht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber vielleicht bringt das was. Ich glaube, der müsste der günstigste sein. Der hat nämlich 4 und der hat... Nur 2. Das heißt, hier kriege ich ein Geschenk, weil der kostet 6 Steine und der kostet 5. Das heißt, ich kriege mit den langen ein Geschenk. Der kann ich aber doch nicht hier über Kreuz bauen. Egal. So. Okay. Noch sehen die ganz normal aus. Das ändert sich aber gleich. Und dann bauen wir hier auch mal in die Höhe und... So. Kriegen wir den hier eigentlich da auch? Nee. Können wir hier noch die Ecke zumachen? Aber da... Ah. So. Und ich glaube hier, guck mal, da kann man nicht mehr, kann man nicht so richtig, oh Mist, guck mal hier, das kriege ich nicht mehr zu. Warum? Komme ich nicht in das Geröll rein, das ist schade. Ah Mann, das ist blöd. Wie sieht das aus hier mit so einem kleinen? Guck mal, komme ich nicht, ja, das war blöd. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Jetzt muss ich eigentlich die Tür versetzen, aber das ist gar kein Problem. Wir wollen das ja, dass das zu ist. Und der früheste ist hier. Schau mal. So, das wäre der früheste. Dann machen wir das. Und setzen die Tür dahin. Die Tür ist hier. So. Ist doch egal. Sieht auch schön aus. Jo, jetzt müssen wir gucken, dass wir
auch eine Treppe bauen. Die müssen ja auch nach oben kommen. Vielleicht, weiß nicht, ob wir die hier im Inneren bauen sollen. Oder vielleicht auch später erst. Das machen wir über diese, zum Beispiel über diese Wendeltreppen. Wer von euch hat schon mal eine Wendeltreppe designt und weiß, was ist das Smarteste? Wie macht man das am besten? Zack, ich versuche mal mein Glück. So, zack. Nächste Stufe wäre... Ja. So. Dann... Vielleicht können wir hier so ein kleines Loch, so ein Loch lassen, dass die hier noch... Muss ich nicht auf der anderen Seite eigentlich auch eine Tür bauen, fällt mir gerade ein. Ich habe hier zugemacht. Warte mal. So, das geht natürlich nicht. Ist ja Quatsch. Ich muss ja zwei Türen bauen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Warte. So. Und dann machen wir hier eine Treppe. So eine. So. Okay. Ergibt ja sonst keinen Sinn, ne? Müssen wir jetzt die bauen. So. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ehrlich gesagt. So, und jetzt wollte ich hier eine Lücke lassen. Und zwar, ja, könnte ich das vielleicht mit so einem Ding machen? Warte mal. Nee, das ist nicht das passende sowas. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine, ne? Ich will da so eine Art... Oder das könnte ich auch aus Stein machen. Das gibt es auch aus Stein. Und zwar so ein Torbogen. Warte. Ah, wo bist du? Oder habe ich die noch gar nicht? Doch hier, sowas. Na, ah, das ist auch nicht besser. Okay. Hab auf meine Treppe einen Wendler-Sticker geklebt. Zählt das? Ja, das zählt auf jeden Fall. Ja, das zählt. So, oder mache ich die Treppe hier? Ich muss erstmal um die Treppe kümmern. Das muss jetzt ja auch nicht direkt wunderschön sein. Das würde ja auch gehen. Vielleicht. Pass auf. Wir können ja alles rückgängig machen. Das ist ja das Tolle. Zack, 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 zack. So, pass auf. Jetzt. Wir bauen mal drauf los. Wir gucken erstmal. So. Dann nehmen wir hier so einen Johnny. Da kommt man ja auf jeden Fall noch durch. Schief und krumm. So, jetzt wir kümmern uns erstmal kurz um die Wände. Ich muss einmal die Höhe der Wände dann einschätzen können. So, jetzt seht ihr, die haben sich gerade verfärbt. Habt ihr das gesehen? Jetzt ist es hier so hell und da ist es noch so krunkelig. Das bedeutet, wir haben die erste, das erste Upgrade sozusagen, die erste Festigkeit erhöht, weil das Ding jetzt hier so hoch ist, dass wir ja, stabileren Stein haben sozusagen. Das wird hier gleich auch passieren, glaube ich. Hier passiert das schon. Da passiert das noch nicht. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, warum. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier passiert und da nicht. Das kann ich euch nicht beantworten. Eines Tages werde ich sicherlich an diese Information kommen. Aber noch ist es nicht so weit. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich die verbinde. Ich werde es immer was austesten. Wenn ich jetzt das rausnehme
Und wir nehmen mal einen lang und ich packe den über Kreuz. Das ist ja weird. Wenn ich jetzt da einen einzelnen mache. Warum? Wo ist die Verbindung? Hm. Also irgendeinen Grund muss es ja geben. Weil die sind ja eigentlich gleich hoch. Ich weiß es nicht. Egal. Ich recycle das. So. Geh mal so. Über Kreuz. Und jetzt müssen wir gucken. Naja, so komme ich da nicht mehr rauf. So. So, okay. Sieht doch jetzt schon mal okay aus. Okay aus. So, jetzt kommt man hier rauf. Jetzt ist man auf dieser Ebene. Das finde ich schon mal ganz gut. Ist noch nicht perfekt. Weil ich will eigentlich noch eine Ebene höher. Und muss ich mir überlegen, wie ich das am besten anstelle. Erstmal bauen wir hier die Wände hier weiter hoch. Wenn wir das so machen und setzen jetzt das hier die Treppe da um. Und zwar so. Dann kommt er da ja auch ran. So, Pipettenwerkzeug. So. Das ist zwar diese Ecke hier, aber egal. Jetzt haben wir eine ganz, glaube ich, eine ganz gute Höhe. Haben diesen Bonus, Reichweitenerhöhung durch diese Zinne. Ist komplett hässlich. Aber es funktioniert irgendwie. Hoffentlich. Die können ja auch nur hier lang gehen. Ich hoffe mal, der trifft die dann überhaupt. Von da. Ich hoffe mal, der hat... Wir werden es sehen. So. Jetzt könnte ich hier noch ewig rumfummeln. Aber wir haben jetzt ja was erstes schon mal gebaut. Und würden dann jetzt hier oben gleich den Archer positionieren. Und die andere Ilse da. Ist noch nicht besonders schön, aber dann können wir auf jeden Fall mal weiter. Ich könnte hier auch nochmal diese Zinnen machen. Aber dann, nee, da brauche ich mindestens noch... da brauche ich mehr Platz. Da müssten wir dann wieder so eine Plattform bauen. Diese Dinger hier, ne? Und dafür brauchen wir wiederum... Ah, vielleicht geht das. Warte. Was ist hier los? So. So, wenn wir da jetzt diese Plattform bauen. Können die auch so, dann sind die zusammengeführt. Das ist besser. Guck mal, wenn wir das so machen. Ey. So. So, ha, guck mal, das ist noch viel besser. Dann sind die zusammen. So. Und dann können wir... haben wir noch Steine? Nee, ne? Nee. Aber dann hätten wir hier die Zinnen bauen können. Und dann hätten die da auch nochmal... einen Bonus. Aber so ist jetzt erstmal okay. Und jetzt... nehmen wir unsere Leute... Ach du Scheiße. Warte mal, ihr bleibt schön zu Hause da. Was wollt ihr denn jetzt noch? Jetzt kommen die da gleich angelaufen. Wir müssen erstmal die Nachzügler hier platt machen. Die sich dreisten, einfach hinterher zu laufen, obwohl die nicht eingeladen waren. So, er ist der Letzte. Okay. So, und jetzt verteilen wir die mal hier und gucken, ob das halbwegs so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Also, er hier geht dann... Okay. Auf diesen Ort. Hm? Der Bogenschütze geht hier rauf. Und die Iris geht dahin. So. Hoffen wir, das klappt jetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da kommen sie auf jeden Fall mal rauf, das ist gut. Was? Nee, warte.
let's go already. Mm. Passt. So, er hat jetzt, habt ihr gerade gesehen, einen Bonus Reichweiten, eine Steigerung. Ich glaube, er ist... Obwohl, ihr seht ja, das ist grün. Doch, es müsste eigentlich okay sein. Hier hinten, da müsste ich einen zweiten Typen haben. Ist nicht perfekt. Aber er hat, glaube ich, die richtige Höhe. Ja. Da überall, wo es jetzt diese grünen Dreiecke sind, da auf dem Boden hat er die richtige Höhe. Er kommt nur hier nicht ran, logischerweise. Weil ich das nicht besonders smart gebaut habe. Egal. Und was ist hier mit dem Bogenschützen? Sieht auch super aus. 5 Meter oder mehr hat er. Und ihr ist das egal. Sie hat diese Option gar nicht. Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, komm. Sind das Riesenfrösche? Ja, ich habe keine Ahnung. Möglicherweise. Oxy. 19.800. Vielen Dank. So, finden wir hier noch was? Ich dachte, hier hätten wir vielleicht noch rüber gekonnt. Da war so ein... Guck mal hier. Was ist hier? Da ist noch was. Kommen wir da überhaupt hin? Nee. Kommen wir nicht hin? Vielleicht über die Treppe hier darüber, über die Zack hier rüber. So, da bauen wir jetzt aus Holz einen Gang. Komm, was ist das Beste? Das hier wahrscheinlich, ne? Nee, das. Ja. Dann 2 Treppen. So. Alles klar. Right. Über. Was ist hier da oben? Kommen wir da rauf? Sieht gut aus. Können wir uns auch nochmal bedienen. Genau, das war das. Sehr schön. Yeah. Hier könnten wir theoretisch auch, aber da ist überall Wald. A solid plan. Sehen wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Right. Nope. Okay, dann schnell zurück. Ein bisschen was haben wir jetzt ja gesammelt. Yeah. Gleich kommt hier wieder die... Ach du Scheiße. Warum? Wo? Okay, ich sollte immer eins zurücklassen. So wird das ja nichts. Ich sollte mal einen zum Bewachen da lassen. Ich brauche mehr Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass die einfach frech hier durchmarschieren können. Okay. Kurz Pause. Lohnt es sich nochmal irgendwo zu gucken? Ich weiß es nicht. Wie sind die Materialien? Stein 776. Holz sieht deutlich besser aus. Ich brauche ein Lagerhaus. Ich brauche dringend ein Lagerhaus. Wo kriege ich das? Was muss ich dafür machen? 14 Leute brauche ich dafür, für ein Lagerhaus. Okay. Wie viele Leute wohnen bei mir? 12. Okay, wir müssen noch eine zweite Hütte bauen. Vielleicht können wir dann in Kürze ein Lagerhaus bauen und dann können wir mehr Sachen haben. Jetzt müssen wir gleich mal abwarten, von wo die zweite Welle kommt. Und dann bauen wir uns die nächste. Ich lass mal. Ilse lasse ich mal hier. Er und der. Und der auch. Und Ilse bleibt hier. Ilse passt auf. Die beiden gehen nochmal auf Ressourcenjagd. Schauen wir mal, ob wir noch was abgreifen können. Kurz bevor die fiesen Typen kommen. Ja, wenn dann hier rechts, glaube ich. Oh, da waren auch noch welche drauf. Komm, die machen wir platt. Und ich frage mich, wenn ich diese Bruthöhlen zerstöre, ob die dann nicht neu nachkommen. Weil ich werde jetzt da an der Stelle, wo ich diesen Wall gebaut habe, da ist noch was, da werde ich ja die ganze Zeit angegriffen. Aber hatte ich nicht hier auch schon was zerstört von denen? Nee, vielleicht doch nicht. Ich müsste mich hier erstmal nochmal vorwagen. Vielleicht ist hier noch irgendwas von denen. Hier ist auch noch auf jeden Fall Ressourcen. So, sehr gut. Jetzt haben wir hier noch Holz. Und jetzt gehen wir mal nach Hause. Und bereiten uns darauf vor, was als nächstes für ein Angriff kommt. So, ihr dürft jetzt wetten.
Von welcher Seite kommen sie? Das hier ist der Westen. Oben, jetzt hier oben ist Westen, Norden, Süden, Osten. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Wo kommen die her? Osten, meint ihr? Ja. Aber hier, das ist... Wo kommen die denn her? Was soll denn das? Das darf doch gar nicht passieren. Jetzt muss ich mich hier so auftauchen. Da so einen Bogen machen. Nee, warte. Da ist ja eigentlich schon... Nee, das machen wir nochmal neu. Wir machen hier... So. Das hätte ich da drüben auch machen sollen. Ist eigentlich ganz geil. So. So. Das hätte ich da drüben auch machen sollen. Dann habe ich nämlich viel mehr Stabilität hier in der Mitte und muss da nicht irgendwelche Dächer bauen. Aber das kann man alles noch ändern. Wir können alles rückgängig machen und kriegen 100% der Materialien zurück. Also Learning by Doing auf jeden Fall. So, dann bleiben wir mal hier. Dieser, ist es ein Zweier? Ja. So. Und hier noch ein Zweier. Bam. Dann haben wir hier, was haben wir gesagt? Der andere möchte gerne... Hier kriegt der Typ eine Plattform. Das heißt, wir machen wieder so einen Torbogen. Hier. Die Mauer wird leider nicht so stabil sein dann. Können wir da Zinnen drauf machen? Auf diesen Torbogen da. Sowas hier. Kriegen wir das da rauf? Ja, würde gehen. Würde sogar gehen. Zack. Dann könnten wir so... das dadurch auch noch ein bisschen verstärken. Und das Problem ist, da kommt er dann nicht mehr durch, glaube ich, oder? Wenn wir zwei so machen. Oder kann er da noch in der Mitte stehen? Nee. Sieht zwar geil aus, führt aber leider dazu, dass der in der Mitte da gar keinen Platz mehr hat. Das heißt, das müssen wir rückgängig machen. Schade. Und was wir stattdessen aber machen können, ist, wir nehmen... Hoffentlich haben wir genug Steine. Wir nehmen jetzt so zwei Säulen hier noch. Und erweitern das. Mal gucken. Das wird jetzt sehr teuer werden. Vielleicht habe ich... Wie viele Steine habe ich noch? So, und jetzt gehen wir hier an die Ecken ran. Zack. Und jetzt nehmen wir... hier noch so einzelne. Zack. 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 Und jetzt haben wir hier zwei, es ist völlig lächerlich, ne? Aber jetzt haben wir zwei Positionen, von denen aus die den Bonus kriegen für die Reichweitensteigerung. Und jetzt machen wir weiter. Der Türbogen kostet mich 12. Könnten eigentlich auch hier so dadurch Breite kriegen, indem wir so einen Türbogengang einfach ziehen. Oder wir setzen so fette Säulen. Das kostet, so eine Säule kostet 6. Ja, das ist schon besser so. Denn wir wollen ja hier noch ein bisschen höher werden. So, dann haben wir ja eigentlich
Sieht auch ganz gut aus von der Höhe. Ja, muss ich mir ganz kurz überlegen, dann reicht das ja, wenn die da in der Mitte hochgehen. So. So, dann kommen die dann... Müssen wir noch Treppen bauen. Muss noch Treppen bauen. Ich glaube... Warte. Im Idealfall... Kommen die dann darauf? Holztreppe? Darauf? Zack, und von der anderen Seite hier. Da brauchen wir dann erstmal so eine kleine Plattform. Diese hier. Dann ist das halt eine Außentreppe. Ist ja auch egal. So. Kommen die von außen hier rauf? Ist das easy peasy gemacht? Ja, da kommen die doch easy rauf. Dann kommen sie darüber darauf. Ja. Und dann machen wir das nämlich jetzt noch ein bisschen höher. So. Stabilität dazu gewonnen. Ja. Gut. Und jetzt. Kompliziert, ne? Da kommen sie ja rauf. Dann könnten sie sogar eine Wendeltreppe nehmen. Oder so eine, ne? So ging ja halt auch. So, genau so. So, dann könnten wir das hier noch als whatever. Oh, dicke Mauern. So, und jetzt können wir das gleiche nochmal hier oben machen mit diesen Zinnen. So. So. Und... So. Sieht auch ganz passabel aus. Wir könnten sogar... Ich brauche ja diesen Gang gar nicht. Der ist ja eigentlich noch totaler Quatsch. Kann ich einfach wegmachen. Oder wir geben dem einen Sinn und machen hier... Na, geht das nicht? Wenn ich das jetzt wegnehme, die Zinne da, könnten wir noch so einen Übergang sogar machen. So als Brücke. Oder wir nehmen die halt weg. Eigentlich ist das Verschwendung von Material. Komm, wir nehmen das weg. Ist doch okay so. Reicht uns das? Ich glaube ja. So, dann müssen wir jetzt die Leute aufstellen. Also Ilse ist auf jeden Fall mal hier, das finde ich okay. Und die beiden anderen Leute gehen jetzt hier rüber. Sie muss alleine machen hier. Sie muss alleine machen. So, er geht dahin. Nein, nur er, bitte. Er geht dahin. Und der Bogenschützenboy geht einen höher. So, jetzt hat er nämlich hier... Oh, warte, warum hat er da kein... Warum? Ist das immer noch nicht hoch genug? Guck mal, hier hat er den Bonus. In dieser Suppe drin. Da, aber hier unten hat er den Bonus nicht. Er ist auch noch nicht hoch genug. Und er hier? Er hat den Bonus überall. So, ich sehe aber mit Schrecken Sauerstoff. Sauerstoff ist ein massives Problem gerade. Darum müssen wir uns nochmal kümmern.
Ach so, das wurde mir kaputt geschrottet von den Leuten. Auch eine richtig miese Geschichte gewesen. Oh, ich hoffe mal, die kommen nicht von der Seite hier. Wenn die jetzt hier auch links lang kommen, habe ich ein massives Problem. Muss ich da noch zumachen? Ich sollte vielleicht einmal vorher gucken, ob das nötig ist. Ich befürchte fast ja. Was mache ich denn dann? Kommen die da so hoch? Macht euch das auch Angst? Ich bin nicht sicher, ob ich das hier machen muss. Ich mache einfach mal. Oh, da ist ein Loch. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, das kann ich nicht stopfen. Oder? Doch. Ah, geil. Da wird ja wohl nichts passieren, oder? Ja. Okay, komm, reicht. Ich verschwende meine wertvolle Zeit. So. Dann kommt doch mal. Noch ein bisschen schneller. Ah ne, das Sauerstoffding. Haha, ich habe mich einfach selber abgelenkt. Ich wollte einen Sauerstoff-Errichtungsballon bauen. Ist das denn hier oben Sauerstoff? Da. Wie sieht denn das aus? Ausgehend 260, eingehend 180. Okay, das ist noch nicht dramatisch. Ich sehe oben links, wir haben noch diverse Reserven, das ist okay. Die Tendenz ist aber abnehmend. Und da müssen wir natürlich rechtzeitig uns drum kümmern. Wir können den eigentlich hier sogar raufbauen, wenn wir wollen. Würden aber hier das königliche Gebiet uns dadurch selber ruinieren. Das wäre völliger Quatsch. Oder wir dötzen den halt. Entweder wir können einen komplett eigenen Turm dafür bauen. Oder ich setze das hier mit rauf. Das heißt, wir können ja einfach. Warte. Was ist das Smarteste? Sowas hier. Pass mal auf. Ich mache jetzt einfach was. Ich mache diesen geilen Turm. Wo war das Ding mit der Plattform in der Mitte? Hä? War das hier gerade? Nee, hatte ich da nicht noch eine Plattform? Hallo? Hatte ich hier nicht gerade so ein Ding? Also das hier, nur halt geiler? Offensichtlich nicht. Doch, ich hatte doch gerade so ein Ding, wo es in der Mitte war. Hallo? Könnt ihr mir mal eben helfen? Warum? Bin ich gerade... Das hatte ich, ne? Ah, ich hatte nur den Zweier-Johnny. Ich dachte, das wäre hier so eine fette Plattform wie das Ding hier gewesen. Aber ich glaube, das reicht auch. Dann nehmen wir halt den hier. Sieht das schön aus? Die Antwort ist nein. Aber wir probieren erstmal nur aus. Okay. Und muss da jetzt jemand raufklettern können? Nö. Wird einfach so gebaut. Ein Sauerstoffturm. Der wird uns helfen. So, jetzt kommen die Leute alle angelaufen. Ich bin mal gespannt. Sie muss ganz alleine hier. Das wird schwierig werden. Ich brauche ganz dringend mehr... für eine Kaserne oder sowas. Scheiße. We're under attack. Ja, das war's, Freunde. Lustigerweise kommt von hier... Oh, da sind auch super viele. Ja, nee, das hat ja gar nicht funktioniert. Ich glaube, ich darf jetzt nicht bauen, ne? Ah, hier darf ich bauen.
Ja. Ist das Loch durchmarschiert hier dann oder nicht? Ich jetzt hier. Fuck. Dann machen wir jetzt einfach noch eine weitere Mauer. Okay, pass auf. Ich befürchte, ich muss ja eine Tür anbieten, durch die die im Zweifel durch können. Deswegen mache ich jetzt hier mal eine Tür. Aber nur, um jetzt die Mauer zu verlängern. Ja, ich hätte sie auch bündig machen können. Und jetzt. So. Ey. So Quatsch. So. Gott, das ist auch wirklich der Versuch, mich noch zu retten. Ich glaube, ich hätte mich frühzeitig da mal drum bemühen müssen, mehr Einheiten zu produzieren. Ich weiß nämlich gar nicht, wie das geht. Und was? Wieso kriegt der noch keine Verbesserung? Der so. Tja. Guck mal, hier ist jetzt. Ich check's noch nicht genau. Warum ist der jetzt hier weiß? Weil der da unten auf Stein steht wahrscheinlich und da unten nur auf Erde. Okay, das heißt, die haben einfach kein Fundament. Okay, Ilse gibt ihr Bestes, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt noch schaffe. Nein, Schrecken ist zu nah. Wo kommt sie denn überhaupt? Ja, sie kann bis da kommen, okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das überleben soll. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Befürchte ich fast. Befürchte ich fast. Keine Ahnung. Wir sollen uns jetzt noch retten? Ich habe auch keine Steine mehr. Tja. Scheiße. Ja. Was machst du? Jetzt laufen die wahrscheinlich alle direkt zu der Tür, ne? Ja. Scheiße. Das ist alles doof. Das ist alles doof. Das wird alles nichts. Ja. Ich befürchte, das war's schon. Ich weiß aber gar nicht, wie soll ich die denn alle abwehren? Also das ist ja völlig lächerlich. Auch hier. Ja. Die sind ja auch riesengroß. Nee. Nee, keine Chance. Ist er runtergefallen? Okay, er ist einfach runtergefallen. Scheiße. Ilse macht das Beste, was sie kann. Sie gibt sich richtig Mühe. Die ersten Eindringlinge watscheln hier durch. Nee, keine Chance. Meine Leute sind hier. Das war's. Ja, wie konnte denn das geschehen? Ich habe irgendein Gebäude nicht gebaut. Es muss eine Kaserne geben.
Es muss irgendeine Form von Kaserne geben, das gibt's ja gar nicht. Da! Okay. Warte. Jetzt habe ich es gecheckt. Warte, wir werden jetzt verlieren. Aber ich glaube, wir können einen Spielstand laden. Hier. Und zwar müssen wir nicht alles nochmal machen. Bis wo können wir denn zurück? Tag 2. Morgen, neues Gebäude, Schrecken im Anmarsch. Machen wir mal, trauen wir uns mal den hier zu nehmen. Bauen direkt die Kaserne. Ja, habe ich mich so jetzt damit auseinandergesetzt, diese Burgen zu bauen, dass ich das mit der Kaserne gar nicht richtig gecheckt habe. Was fehlt mir denn? 10 Leute. Aktuelles Max 16.2 verfügbar. Okay, muss ich einfach noch viel mehr von diesen Gebäuden bauen, oder wie? Viel mehr Wohnhäuser. Wahrscheinlich habe ich das komplett unterschätzt. Wie viele Wohnhäuser man braucht. Oder wie, oder was? 4. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das noch was... Da baue ich hier eine halbe Stunde an diesen Burgen rum. Ich hoffe mal, das ist jetzt noch nicht zu spät. Wir werden sehen. Wo sind meine... Ah. Hier. Ja. Da können wir übrigens direkt mal damit anfangen, das hier zu verstärken. Sonst reißen die mir das ja auch sofort wieder ein. Das hat schon das Upgrade bekommen. So. Okay. So. Da fehlt irgendwie die Verbindung. Ich check's gerade nicht. Warum? Okay, weil das da... Nee, aber das ist doch auch schon in der Farbe. Überlappt das? Wenn man da überlappt das? Keine Ahnung. Kriege ich da noch einen kleinen rein? Nö, ne? Nö. Naja, es ist jetzt ein bisschen dicker, aber es wird trotzdem nicht lange halten. Das ist ja klar. Wir brauchen einfach neue Leute. Das hat jetzt... Ich glaube, es wird ganz schön engzeitig, ehrlich gesagt. Könnte eng werden, oder? Rein so zeitlich. Oh, oh. Low oxygen production. So. Oxygen ist mir egal. Jetzt können wir die Kaserne bauen. Die Zwerge stehen da im Weg. So. Oh Gott. Ne, ich glaube, das wird nichts werden, ehrlich gesagt. Die muss ja noch fertig werden jetzt. Dafür haben wir ja Glück. Ich muss ja trotzdem die Burg bauen. Ich glaube nicht. Aber wir halten uns jetzt diesmal nicht... Wir machen hier kein Meisterwerk diesmal. Wir machen jetzt eine ganz simple Geschichte einfach. Dicke Mauer, in der wir uns verschanzen. Und dann schauen wir mal, ob das am Ende reicht.
keine Experimente. So. Ich frage mich immer noch, ob das irgendwas bringt, wenn man das so über die Naht drüber macht. So. Und 1, 2, 3, 4. Sie ist 3 Meter. Okay, 4 Meter. So, dann bauen wir hier noch eine Treppe rauf. Können wir aus Holz machen. Ich glaube, es wird nichts werden. Deswegen beschleunigen wir das jetzt. Nee, warte. Wohl doch. Das passt schon. Treppe. Bup, bup. Und nochmal eine Plattform dazu und dann geht's. Ne, das ist ja Quatsch. Eine Wendeltreppe kann ich auch einfach so nehmen, ne? So, genau. Dann können wir den hier recyceln. So, jetzt geht's hier rauf. Und von hier geht's jetzt noch da drauf. Und das machen wir einfach mit einer. Ja. Können wir so machen. Bupp. Geht's da einfach rauf. Dann. Zack. Zack. So. Alles klar. Schubsiwups. Wir beeilen uns. So, jetzt haben wir hier eine kleine. Obwohl, nee, wir machen das anders. Wir machen das eher so mit so einer Legebatterie hier. Sie kommen! The horrors are coming! Oh no. Ich habe richtig Angst. Ich befürchte, es wird nichts werden. Oh Gott, scheiße. Wir werden verlieren. Ey, die sind runtergefallen. Scheiße. Warte mal. Wie jetzt? Warum sind die denn da schon runtergefallen? Ja, das wird nichts. Aber wir haben viel gelernt. Leute, wir haben richtig viel gelernt. Ich freue mich über das Gelernte. Viele Leute würden jetzt sagen, Nils, wie kannst du so gute Laune haben, nachdem mir gerade alles vor die Hunde geht? Ich sage einfach, ja, ich freue mich über das Gelernte. Okay. Sieht hier an dieser Front aus, bröckelt auch alles. Mhm. Die fallen auch erwartungsgemäß runter. Ilse kommt hier gar nicht mehr weg. Ilse ist des Todes. Schnell, Ilse, weg. Oh nein, Ilse ist gleich. Oh, gute Nacht, Ilse. Oh, das war. Sie war aber eine gute. Ja, der ist auch. Ja, alles klar. Jetzt weiß ich aber, wie das geht. Ich habe richtig Bock, nochmal neu anzufangen. Egal, ich habe jetzt richtig Lust, nochmal neu anzufangen. Wir starten das Level neu. Fang komplett neu an. Jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss. Jetzt bin ich unaufhaltbar, unschlagbar, uneroberbar. Ja, ich halte gedrückt zum Überspringen. Ich brauche keine weiteren Informationen. So. Das Wichtigste ist nämlich erstmal, dass wir hier Menschen haben.
Menschen sind nämlich das Wichtigste. So. Und hier kommt die Holzfällerhütte hin. Alles klar. Nils Brumhoff lernt dazu. Sehen Sie, wie Nils Brumhoff in rasantem Tempo ungebremst lernt. Das ungebremste Lernen. So, er holt hier die Ressourcen. Die anderen verteidigen ihn. Auch das wieder einfach ein Ergebnis eines wahnwitzigen Lernprozesses. So. Yes. Nee. Erstmal gelockt. Mach sie platt. So, wir sehen, wir haben ein bisschen Holz bekommen. Die Holzfällerhütte ist fertig. Wir haben 20 Leute und guck mal, was ich jetzt mache. Ohne mit der Wimper zu zucken, baue ich jetzt eine Kaserne. Carstens Kaserne baue ich jetzt. Und die kommt... Wo bauen wir die hin? Vielleicht hier so. Wir dürfen hier nicht zu viel... Hier sollen ja auch, soll ja auch Mauerwerk hin. Hier ist ganz schön eng, ne? Warte. Ja, hier ist mir das zu eng. Hier war eigentlich schon der bessere Ort. Aber da sind die Wege halt relativ weit. Aber egal, ich werde ja jetzt in Zukunft so richtig gut planen. Bam. Und da ist die Kaserne. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich hier Steine kriege. Wo kriege ich Steine? Also, jetzt gehen wir noch mal kurz auf Steinbruch. Aber wo? Vielleicht muss ich dann erst mein... Ah! Warte. Hier. Das ist ein Steinbruch! Haha! Learning by playing very good. Sind hier Feinde zu erwarten? Ich riskiere es einfach. Ich bin jetzt schon besser als im letzten Spiel. Scheiße. Dummer Fehler. Bitte sofort abreißen. Hat nur den Feind angelockt. Ja, da war doch gerade was, Johnny. Ja, du, was du wieder erzählst. Ja, da müssen wir erstmal die Truppen wieder gleich hinziehen. Aber die Truppen... Ey. Die Truppen haben erstmal damit zu tun, hier Holz zu erbeuten. Oh, ich werde jetzt so viel besser sein. Ich werde einfach Bobby sagen, er soll alles, wo ich schlecht war, rausschneiden. Und dann fällt das niemandem auf, dass überhaupt sowas wie Schlechtsein existiert hat. That's right. So, das holen wir uns noch. Wobei, Holz brauchen wir gar nicht so dringend. Wir brauchen eigentlich mehr Stein. Stein ist wichtiger. Oho. Ich werde mal... Wie machen wir das jetzt am besten? Komm mal, Stein hole ich mir dann da hinten. Die kommen jetzt nach Hause, räumen hier auf, scheiß da auf die weiter weg liegenden Ressourcen. Das ist nicht so wichtig. So, was viel wichtiger ist, bam. Jetzt geht's hier nämlich los. Also, erstmal... verbessern wir unsere Einheiten. Schaden pro Treffer für Bogenschützen finde ich schon mal sehr gut. Schaden ist immer sehr wichtig. Die Gesundheit ist mir egal, weil wenn ich an den Punkt komme, dass meine Einheiten Gesundheit verlieren, habe ich schon alles falsch gemacht. Dann lieber das noch. Und danach schön im Wechsel. So. Oh fuck, Sauerstoff, massives Problem gerade. Aber ist egal. Wir bauen kurz
einen Sauerstoffturm. Und zwar neben die Kaserne. Und zwar machen wir das so. Reicht das von der Höhe? Ich glaube ja. Pass auf, Leute, ihr werdet richtig Bauklötze stauen. Ich habe intensives Learning betrieben. Intensives Learning. Okay, warte, ich habe einen Fehler gemacht. Das kann ja den allerbesten mal passieren. Die aus Versehen zu weit auseinandergesetzt. Nicht schlimm. So. Und auf dieses wunderschöne Holzpodest, das ist richtig ästhetisch hochwertig, werde ich jetzt die allerbeste Sauerstoff... Ach, scheiße. Ich gebe zu, ich habe erneut einen Fehler gemacht. Mir war nicht bewusst, dass es so gar nicht geht. Kann ich denn andere Gebäude da theoretisch draufsetzen? Sowas, ja, zu groß, ne, aber... Ja gut, das ist dann ja völlig unnötig. Aber es sieht viel schöner aus, ehrlich gesagt, ne? Aber okay. Ich überlege, ob ich das... In irgendeiner... Ich glaube, es existiert keine Welt, wo das Sinn ergibt. Es ist einfach nur Verschwendung von Material. So reicht das ja. Dann bauen wir lieber noch... So, wir haben jetzt schon, glaube ich, wir sind auf dem richtigen Weg. So. Dann bauen wir noch einen zweiten davon. Und zwar dann einfach auf der anderen Seite hier. Ist nicht schön. Gebe ich zu. Ist nicht schön. Aber muss jetzt erstmal so sein. Um das Gelernte anzuwenden. Vielleicht muss ich irgendwann eine zweite Kaserne bauen. So, sehr gut. Die räumen jetzt hier alles aus dem Weg. Fantastisch. Kurz Pause. Und wir gehen direkt weiter. Ah, jetzt fehlen mir die Arbeiter für die Steinbruchhütte. Okay, das ist kein Problem. Wir werden hier direkt genau gegenüber. Warte. So, ne? Nee. Ein näher dran. Nee, warte. Geht das überhaupt symmetrisch? Doch, das ist schon in Ordnung, oder? So sähe auch falsch aus. Nee, so ist auch nicht gut. So wäre richtig. Obwohl, nee. Ah, wir lassen das so. So. Das ist schon gut, so wie es ist. Let's go! Ach, guck mal, wie hier in meinem Reich gebaut wird. Ich bin richtig happy. Mit meiner Leistung. So. Sehr gut. Das heißt, hier können wir jetzt unsere... Ah, da komme ich noch nicht rüber. Da muss ich hier erstmal Stufen bauen. Die machen wir mal aus Stein. Obwohl, nee, müssen wir nicht machen. Ich mache das aus Holz. Eine Stufe aus Holz. So. Was? Ah, fuck. Okay. Ich
Ich befürchte, da muss ich dann eine sogenannte Wendeltreppe errichten. Naja, Mist, so war das nicht geplant. Egal. Ach, ja. So war das nicht geplant. Machen wir mal von oben nach unten. Und zwar machen wir jetzt Wendeltreppen-Action. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs. Zack. Dann brauchen wir wieder einen. Den hier. Wir könnten jetzt einmal um das Gebäude rum. Dann zack. So, dann brauchen wir aber die Wendeltreppe in die andere Richtung. So. Und so. Ja, ist nicht das Schönste, was hier existiert hat, aber es hat funktioniert. So, hier wird es jetzt ein bisschen enger, da mache ich es einfach leicht anders. Hier kommt der hohe Turm. Dann gehen wir nämlich auf die andere Seite. So. Machen dann hier den. Zack. Dann den. Zit. Und jetzt den. So. Hammer, fertig. Noch irgendwelche Probleme im Reich? Nee, ne? So, haben wir genug von allem, um jetzt hier endlich den Steinbruch? Ja. Fantastisch. Das heißt, da brauchen wir dringend Materialien. Okay. Wie sieht das hier aus mit Soldaten? Geht ja bald los hier mit der Action. Darf man hier Fragen, HSV-Fragen stellen zu Transfers, fragt Righteous. Ach klar, wir können nebenbei ein bisschen plaudern. Ah, hier wollte ich hin. Kommen wir da hin? Nee. Nee, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir kurz eine Treppe bauen. Was willst du denn wissen zu Transfers vom HSV? Nee, wir müssen das, glaube ich, so machen, wie wir es vorhin schon mal gemacht hatten. So. So. Das ist einfach mal Quatsch. So. Und das recyceln wir. So, jetzt haben wir da eine kleine süße Brücke gebaut, über die wir gehen können. Und schnabbeln uns das hier mal. Sehr schön. Richtig und gut. Hier ist auch noch Stein. Also wir machen genau das gleiche nochmal. So. Ja, gut, dann müssen wir hier noch so einen Knubbel hinsetzen. So, dann haben wir es durchgehend, alles klar. Und gehen darüber, holen uns Stein. Ich frage mich gerade, ob ich hier auch, darf ich hier auch schon Burganlagen bauen? Keine Ahnung. Yes. So, dann schnell zurück. Ein bisschen Stein haben wir uns geholt. Was ist hier mit dem Holz voller? Warum seid ihr so faul? Ihr müsst mehr Holz holen, schneller Holz holen. Lagerhaus sollte ich auch nochmal demnächst errichten. Wir wissen ja, dass hier, ich nehme an, das wird, obwohl, da können wir auch kurz warten. Obwohl, mit der Lagerung des, vielleicht sollten wir nochmal ein Lagerhaus bauen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Not enough resources. Wie ein, oh, können das Original kein Lagerhaus leisten. Natürlich jetzt peinlich. Sehr peinlich. Okay, was haben wir hier für ein Output an Stein? 33 die Minute. Ergibt es Sinn, hier noch einen zweiten Steinbruch zu bauen? So gut kenne ich das Spiel noch nicht.
Aber Stein scheint mir schon sehr entscheidend zu sein. Außer Sicht. Okay. Nee. Okay, na gut, einer ist ja auch erstmal nicht schlecht. So, ich guck mal in den Chat, was geht ab? Als HSV-Fan bin ich von Selke 0 überzeugt, sagt Ansuil. Ich würde gerne deine Meinung zum Selke-Transfer und vermutlich der Doppelspitze hören. Ja, also Davy Selke wurde komplett gehatet. Oh, hier ist auch noch Kladderadatsch. Und ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir in der letzten Saison, da hatte der HSV überhaupt gar keine Alternative zu Glatzel. Glatzel ist immer wieder ausgewichen auch auf die Außen oder hat sich fallen lassen, weil er nicht genug Bälle bekommen hat. Und dann war oftmals die Spitze vorne nicht besetzt. Wenn Glatzel ausgefallen ist, hatte der HSV nur mit dem jungen Nemeth einen Spieler, der Stürmer dieser Art ist, der allerdings 0 Tore geschossen hat in der kompletten Saison. Und Selke ist jemand, der natürlich ein Imageproblem hat, weil er immer so ein bisschen arrogant wirkt und nie das sportlich quasi unterfüttern konnte, was man so von ihm erwartet hat oder was er selbst erwartet hat. Und ist oft verletzt, aber wenn er fit bleibt, wird er in der zweiten Liga richtig gut funktionieren können. Und natürlich auch unter Baumgart. Könnte hässlicher Terrorball werden mit vielen Flanken und so. Aber ich sehe die Verpflichtung nicht so skeptisch wie viele andere. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich glaube auch, dass Glatzel ein Spieler ist, der viel ausweichen kann. Und die müssten sich nicht zwangsläufig auf den Füßen stehen. Und ich glaube, dass gerade wenn viele Flanken kommen mit Glatzel und Selke vorne im Strafraum, das kann schon sehr gut funktionieren. Deswegen bin ich nicht so negativ wie andere Leute. Und er war ablösefrei. Er war auch ablösefrei. Der HSV hat schon schlimmer Geld verbrannt. Also ich reihe mich nicht in diesen Hate ein. Ich freue mich auf den. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das kann funktionieren. Meine Prognose, der macht trifft zweistellig. Ich sage, Selke trifft in der Saison zweistellig. Vorausgesetzt, er bleibt fit. Wenn er sich verletzt, klar. Dann ist natürlich Kacke. So, lass uns kurz gucken. Wir haben gut gearbeitet, finde ich. Wo sind meine Freunde hier? Lohnt es sich nochmal kurz rauszugehen und nach Stein Ausschau zu halten? Guck mal, hier ist doch noch was. Komm, wir gehen mal, schauen mal, ob das... Ah, dann müsst ihr ja gar nicht. Wir haben ja sogar noch einen zweiten Trupp hier, die sind sehr viel näher dran. Die machen das. Stellt sich raus. Wir hätten die mal direkt von Anfang an mitnehmen sollen. Dann nimmt schon einer Schaden. Könnt ihr doch mithelfen. Verliere ich ja noch Leute. Ja. Den ziehen wir mal nach hinten. Der hat schon Schaden genommen. So, das ist besser mit einer größeren Armee. Und kaputt gemacht. Sehr gut von mir gearbeitet. So, jetzt holen wir uns hier. Ist das Sauerstoff oder was habe ich jetzt gerade bekommen? Ich habe jetzt keine Ahnung. Oh, hier unten geil. Hier sind auch richtig schöne Leckerlis. Ja. Ja, guck mal, jetzt macht es viel mehr Spaß, so aufzuräumen. Das Ding fällt jetzt auch im Nu. So, alles okay. Holz ist ein bisschen dürftig. So. Okay, das ist auch hinüber. Hier oben ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Spaß gewesen. Aber ich sehe, dass hier gleich der... Obwohl, das ist erst der rote. Komm, wir gehen hier noch einmal rauf. Beziehungsweise hier, da ist auch noch... Die machen Ärger hier. Das will ich nicht, das mag ich nicht.
die da lauern. Wir räumen erstmal hier noch auf. Guck mal, da ist Holz. Ja, Holz ist gut. Boah, es macht ja so viel mehr Spaß. Wenn man eine große Truppe hat. Jetzt bin ich im Spiel drin. Das davor war nur Geplänkel. So, hier ist auch geil. Holz, Holz, Holz. Lager sind voll. So, und jetzt gehen wir mal nach Hause. In diese Richtung. Und... ja, ja. Night is nearly here. Das ist gar kein Problem. Wir... bauen... warte. Jetzt mal das Lager. Wo warst du denn? Da. Oh, mir fehlen die Leute. Okay, erstmal Häuser bauen. Und dann muss ich wieder Sauerstoff bauen. Aber ich muss vor allem auch eine Burg bauen. So, da kommen die jetzt her. Und ich werde das diesmal nicht so fancy machen, wie ich es jetzt vorhin gemacht hatte. Aber natürlich werde ich es in der Gewissheit tun, dass diesmal wird alles gut. Die erste Phase hatten wir das letzte Mal ja auch ohne Probleme überstanden. Da müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen. Alles wird gut. Was ist hier? So. Dann kommt hier das Tor hin. So. Das wird super werden, Leute. Ich bin richtig guter Dinge. Das wird klasse sein. So. Kann jetzt auch richtig dekadent bauen. Wir haben ja genug jetzt. Wir haben eigenen Steinbruch. So, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Was ich davor gemacht hatte, zählte alles nicht. Das zählte alles nicht. Jetzt geht's richtig los, Leute. Hahaha, jetzt habe ich richtig Spaß. Ziehen wir erstmal eine richtig, richtig gute Helmsklamm-artige Mauer rum. Machen wir hier so über die... ich mauere das mal ein bisschen über diese Bruchkanten, auch wenn es teurer ist, von den Materialkosten so zu spielen, aber gibt schon Sinn. So, jetzt haben wir hier eine Ebene. Eigentlich würde es Sinn ergeben. Kann ich hier bauen? Nee. So, eigentlich würde es Sinn ergeben, hier einen kleinen, hier so einen Balkon zu machen. Aber ich glaube, ich kann hier keine, ich kriege hier keine Säulen unter. Das ist richtig. Dann mache ich das jetzt ein bisschen anders. Wir löschen. Löschen das nochmal. Ich will hier so einen kleinen Balkon haben. Kann ich da, kriege ich da auch noch was dann drunter? Nee, ne? Das ist natürlich dann immer ein bisschen blöd. Ich will hier einen Balkon. Kostet es, was es wolle. Ach so, Mist, dann muss ich den so. Ah, okay. Da machen wir einen Dreier. So. Hahaha. Das wird fantastisch sein. Und jetzt muss ich natürlich hier das Loch stopfen. Ist ja klar. So, Loch gestopft. So. Loch ist gestopft. Die Mauer muss natürlich noch ein bisschen mehr Mäurigkeit kriegen. Ist doch klar. Guck mal, so nehme ich. Dann machen wir jetzt wieder so. Bauen wir das mal so. Bupp. Und bupp.
Oh, es macht Spaß. Ich habe Laune. Habt ihr auch Laune? Sorry, ich bin so ein bisschen abgelenkt mit mir selber, weil das, ich bin in the zone. Ich habe Spaß gerade. Deswegen ist es nicht so einfach, mit euch zu kommunizieren, weil mein Gehirn ist, ich bin baumeisterartig unterwegs gerade. Wie ist es bei euch? Wie läuft's da draußen? In Chatland. Was machen die Ponys? So. Folgende Situation. Die können wir jetzt natürlich ungefragt das hier richtig zerballern, ne? Da krieg ich kein 2 ein, da krieg ich ein 1 hin. Ey, da was? Wie denn? Da war doch gerade. Hallo? Ja, das ist natürlich Quatsch, ne? Schade, hier krieg ich den da nicht. Aber es. Warte, es gibt doch. Wo ist er? Nee. Ah, oh, der ist dick. Gab's da nicht noch einen kleineren? Ah. Nee, den kriegen wir da nicht. Nö. Wir können. Nee. Nö, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Na toll. Egal, dann machen wir die hier auch weg. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn die hier direkt rangehen, dass das, dass sie dann da runterfallen. Da bin ich ja nicht so Fan von. Dass sie da runterfallen. Wenn ich jetzt hier eine Säule mache, die kloppen die natürlich als erstes weg. Deswegen, das mag ich natürlich nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, das wäre viel smarter. Scheiß auf. Ich habe das. Das. Pass auf. Wir machen das anders. Wir nehmen dafür einfach. Sind die stabiler? Oder ist das egal? Ist das vielleicht besser so? Dann haben wir da auch nicht so ein Loch. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist alles Erfahrung, ne? Alles Erfahrungswerte. Aber das geht, das macht Sinn. Das ist physikalisch alles korrekt. So, da können diese Typen stehen. Und jetzt gehen wir noch eine Etage höher für die Bogenschützen, weil diesmal haben wir ja auch richtig viele Einheiten, dass das auch alles Sinn ergibt. Leider kann ich die zinnen, das ist halt das Blöde. Das, ja, da habe ich dann einen Platz, ne? Oder? Oder sind das 2? Ne, müssen die beiden sein. Na gut, da kriege ich 4 hin. Ja, mal gucken. Okay, so. Jetzt weiter geht's. Da sollen die ja durch, beziehungsweise können die dann da stehen? Ja. So. Und der Kapsch, vielen lieben Dank. Also was schreibt ihr denn? Wir genießen deinen Baumeistermodus, Benny. Ah, vielen lieben Dank. Wer hat ein Pony? Ja, wegen Shetland halt. Ich hab doch gesagt, was geht in Shetland? Es gibt auch Shetland-Ponys, hab ich gedacht.
Aber offensichtlich der Gag nicht so. Der Gag war nicht so offensichtlich, wie ich vermutet hatte. Ich habe gedacht, das wird klar, worum es mir geht. So. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einfach mit meiner neu gewonnenen Dekadenz hier jetzt. Nee, ne? Geht leider nicht. Ja, nee, das geht natürlich nicht. Warum? Ist das nicht hier wegen des Teils da? Wieso kann ich das nicht? Sähe doch viel schöner aus. Na gut. Wollen sie nicht. Also dann. Ah, das macht einfach Bock, dieses Rumgebaue und rumexperimentiere. So. Bip. Dann müssen wir das. Das muss eigentlich offen bleiben. Da muss eigentlich auch nochmal so eine kleine. Warte mal. So ein kleiner Turbo. Ah, da machen wir das anders. Die werden recycelt. So. Da könnt ihr nämlich noch durchlaufen. Da machen wir hier noch so einen Lütten. Und dann machen wir das hier so zu. Hoho! Hohohoho! Ist doch wunderschön. Ja, nee, warte, der letzte ergibt ja gar keinen Sinn. Und dann? Nur für die Optik, ne? Höchstens. Aber wir können hier durchlaufen, aber... To what end? To what end? Wo endet es? Jetzt hier so ran, kommen wir überhaupt noch durch? Ne, das ist doch zu dann. Siehst du? Bringt mir natürlich so dann gar nichts. Sieht einfach nur cool aus. Aber sie müssen ja irgendwo auch dann am Ende landen, ne? Dann kann ich ja sonst genauso gut eine Mauer hinsetzen. Dann kommen sie da halt auch nicht weiter durch. Ich glaube, dann ist das cooler mit einer Mauer. Also es bringt mir der Gang. Wo sollen sie hin? Könnte sie hier wieder runterführen, aber gibt's einen eckigen Gang? Also gibt's da so eine 90-Grad-Kurve? Nee. Gibt's nicht. Ja, komm, dann können wir das auch wegmachen. Dann geht's da halt einfach nicht weiter. Warum? Warum auch immer ich das, dann ist das halt so. Komm. Geht halt da nicht weiter. Dann machen wir da jetzt einen so normalen, so mal, oh, was ist das denn hier? Ein Eckstein. Hat die auch schön. So, ist jetzt hier einfach Schluss. Ist das doch ein Zweier? Doch ein Zweier. So, dann hier. Zack. Okay. Ich verliere mich schon wieder komplett im Bauen. Ich wollte doch gar nicht so viel. Ich habe doch gesagt, egal. So. Ist okay. Dann verstärken wir hier die Mauer noch. Das ist ein Mauerwerk. Sehr schön. Hier müssen wir nochmal ran. So. Und wir brauchen jetzt
Plattform für die Bogenschützen. Und die machen wir hier oben hin. Die können wir entweder so machen. So nicht, aber so. Oder wir machen... Ja, pass auf. Wenn ich die... Ich habe eine Idee. Wir machen... Probieren wir mal was aus. Wenn wir die wegmachen, wir nehmen jetzt hier diese langen Kerle da. Machen zwei davon. Stützen die natürlich logischerweise da noch ab. Dann könnten wir doch jetzt hier so eine richtig krasse... Wieso? Ah, guck mal hier, wegen Physik und so, ne? Was ist denn, wenn ich hier noch einen drauflege gleich? So, würde das jetzt gehen? Checkt das Spiel das, dass ich jetzt Gewicht drauf habe? Würde jetzt mal gucken. Nee. So würde gehen. Weil das in der Luft hängt, aber okay. Was passiert, wenn ich da jetzt noch einen kleinen drauf mache? Checkt das Spiel dann, dass ich da genug Gewicht drauf habe? Nö. Okay. Funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. So bringt mir das ja gar nichts. Naja. Aber wenn ich jetzt... Nee, das geht nicht. So geht nicht. Schade, also der muss gegroundet sein, sozusagen. Triffst du dann die Mobs unten an der Mauer? Ja, ja, auf jeden Fall. Da treffe ich die Jungs. Ich wollte die Bogenschützen. Ja. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier... Wie viel Platz haben die da? So wäre jetzt eigentlich der Plan gewesen. Ist okay, oder? Man kann es so machen. Is this the most beautiful thing in the world? No, it's not. Aber wer ist das schon? Wer kann das schon von sich behaupten? Ich mache hier noch ein bisschen mehr Alarm. So. Dann hier müssen wir noch kurz das recyceln. Und so, dass es genauso ist wie da. Das ist dann zack. Zack. So. Da kommen... Ich hoffe, das klappt mit den Bogenschützen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wäre völliger Quatsch, was ich da gerade gemacht habe. Die müssen weg. Da muss ich ja noch irgendwie hochkommen. So. Bap. Und... Bap. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Da. So, das ist jetzt erstmal für den ersten Ansturm. Ist das völlig in Ordnung, finde ich, sage ich jetzt. Und dann brauche ich noch so einen Aufgang darauf. Und zwar machen wir den mal ganz gewieft. Entweder über eine Wendeltreppe oder so. Von der Seite. So, so machen wir das jetzt. Ah, ne. Letzte muss eine Wendeltreppe sein. So. Das ist doch hammergut, oder? Was? Oh. So. Zack, dann... Nee, warte mal.
Aha, da ist ein Fehler. Und zwar ist der Fehler hier, das wollen wir so schon mal gar nicht. So. Und eine Wendeltreppe. So, dann geht das da so rauf. Im Idealfall käme man jetzt unkompliziert da auch noch rauf. Aber dafür müsste ich dann hier wieder was wegnehmen. Und zwar die beiden. Und dafür zwei Zweier, so. Und dann noch hier eine Treppe. Okay. Gar kein Problem. Kommt man easy rauf. Kann sich niemand beschweren. Alles ist gut. Genauso muss es sein. Und dann können wir jetzt, wenn wir richtig verwegen sind, hier noch so eine Zinnlandschaft bauen. Hohoho! Frage ist, können wir die überhaupt nutzen? So halb. So halb. Befürchte ich. Da muss nämlich nur hier. Diese vier Plätze können wir nutzen. Rest nicht. Und hier darf ich nicht. Warum auch immer. Nicht genug Platz. Wegen dieser. Das ist ja eine Hässlichkeit. Das ist, finde ich, blöd mit der Ecke da. Gefällt mir nicht. Warum ist das so? Wenn ich das manuell mache, wie ist das dann? Naja, auch nicht besonders schön. Ehrlich gesagt. Also die Ecke ist schon eigentlich besser, aber... Dann müsste ich das halt hier genauso machen wie da drüben. Kann man auch, also von der gleichen, ihr wisst, was ich meine. Dann müsste ich hier das alles wegnehmen. Geht das mit der Treppe alles, was ich jetzt mache? So müsste ich das dann machen. Und dann ziehen wir die Dinger hier noch lang. So, okay. Ja, können wir so machen. Machen wir einfach so dann. Dann kommen die weg. Dann nehmen wir den langen Herbert, machen den hier hin. Und der kommt weg. Und wir ziehen die Zinne einmal bis zum Ende durch. So, dann haben wir hier so ein bisschen Platz noch für die Bogenschützen. So, whatever. Ist doch eigentlich ganz nice, oder? Hoho, und mir ist auch immer wichtig, dass das ein bisschen aussieht wie ein Gesicht. Also das ist eindeutig ein Auge, zwei Augen und das ist sehr gesichtig, das gefällt mir. So, jetzt entfernen wir die Holztreppen, wobei die Frage ist, sollte man überhaupt denen hier so eine Einladung aussprechen? Wir werden es sehen. Okay, ich finde das jetzt völlig in Ordnung. Kann man jetzt völlig mit leben? So, jetzt kommen erstmal alle nach Hause. Sauerstoffproduktion ist niedrig. Nein, das ist schon alles okay. Das ist schon alles okay. So. Jetzt geht's ans Platzieren unserer Truppen. Okay, also. Die Schleuderer sollen dahin. Let's go already. Makes sense. Ah. I'm ready. Ja. Yeah. Warte mal. Mhm. Einer kann ja nicht. Der da. A unit can't reach its destination. Oh, warte. Ja, das war von mir völlig blöd gemacht. Ich habe den Aufgang noch nicht gemacht. Mhm. Kommen Sie wieder alle zurück. Mhm. Right. Oxygen alle. Is dwindling. Tür zu. Verzeihung. Ich habe ihnen keinen Aufgang gebaut. Da haben die sich zu Recht gerade beschwert. Völlig zu Recht haben die sich beschwert. Machen wir eine schöne... Wir könnten das hier machen. Ja.
Ah, das ist okay. Nein. Warte. Rückgängig. Müssen wir so machen. Okay, so, jetzt kommen die da rauf. Jetzt will ich die aber einzeln. Ja. Nee, nur einen. A solid plan. Danke. Hm? Und der da. Right. So, geh mal. Ja, danke. Ja. Oder die beiden. Hm? So. Nee, beide ruhig jetzt. Ja. Genau. Dahin. Mhm. Perfekt. Das ist ja schon mal fantastisch. Und die kriegen beide ihre Reichweite. Ja, fantastisch. So, jetzt. Huh? Ja. So, ich finde das Platzieren auch sehr gut gemacht, dass man so eine Linie ziehen kann. Where to? Bup, 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 bup. Er geht einfach dahin. Und sie geht dahin. Bin begeistert. Jetzt ergibt alles viel mehr Sinn. Seht euch das an. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Okay. Hatte ich eine Lagerhütte in Auftrag gegeben? Ich glaube, ich konnte keine aus irgendeinem Grund. Oder ich hatte nicht genug Ressourcen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ah, nee, nicht genug Leute. Wir müssen mehr Wohnhäuser errichten. Und dann wiederum auch mehr Sauerstoff, schätze ich. Dann lass uns doch mal anfangen mit dem Sauerstoff-Ding. Ich schätze mal, hier so dürfte das so funktionieren. So. Sauerstoff. Wo warst du? Da oben. Da, Sauerstoff. Dann. Warte. So. Und die Wendeltreppe bauen wir jetzt darunter. Sonst kommt da ja keiner hin. Upp. Dann einen kleinen. Nee, der ist zu groß. Warte. Oh, the horrors are coming. Wisst ihr was? Mir ist total egal. Ich bin eh viel zu stark. Für die Horrors. Aber wir können auch so, dann können die da drunter gehen. Das ist doch voll lustig. Nee, 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 nicht Low Oxygen Production. So, dann kommt mal her, Freunde. Geilo. Endlich geht es hier richtig los. So muss es nämlich aussehen. Flücki die Flück, guckt euch das mal an. Diese, aus Verzweiflung zerhacken die schon das Mauerwerk hier hinten, das keinen interessiert. Weil die nicht näher rankommen. Jawohl. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt nehme ich meine gesamte Armee und werde auf Ressourcensuche gehen. Oder Leute hier aus räuchern. Kann ich denen eigentlich auch einen Shortcut auf die 1 geben dann oder so? Oh ja. Hat geklappt. Habe ich auf die 1 gelegt. So, angeblich ist die Sauerstoffproduktion niedrig. Ich prangere das an. Ich glaube... Ach, guck mal hier. Ist das überhaupt hoch genug? Ja, ne? Den habe ich nämlich niedriger gemacht. Ich bin noch im Plus. So, jetzt müssen wir neue Gebäude auch in Auftrag geben. Sonst habe ich gleich so eine Wachstums... Schwäche und das bauen wir da oben rauf. So, wie mache ich das mit den Häusern? Kann ich doch dann eigentlich so bauen, ne? Kommen die da noch durch? Ja. Ja. Okay. Und Sauerstoff müssen wir dann gleich noch bauen. Wollen wir das hier in den Königsweg reinsetzen? Noch müssen wir eigentlich. Dann haben wir überall
Da oben darf ich ihn nicht bauen? Warum eigentlich nicht? Das ist doch von der Größe. Ah, doch. Na, nee, doch nicht. Keine Chance. Ja, wir könnten hier auch noch einen bauen. Guck mal. Würde auch gehen. Hier so zwischen. Die dürfen sich einfach nur nicht überschneiden. Hier würde gehen. Dann bauen wir den einfach nochmal genau wie den. Ich glaube hier, oder? Hatten wir gesagt. Ja. Das passt doch. Von der Höhe reicht das auch, wenn wir dann so eine kleinere Plattform machen. Lass mal kurz gucken. Ja. Aber der Ausgang muss richtig sein. So. Gut. Dann machen wir das genau wie da. Ist nicht symmetrisch mit den Sauerstofftürmen, aber hey, wir können heute nicht mehr alles haben. Wir müssen einige Abstriche müssen wir machen. In puncto Ästhetik. So, dann. Wupp. 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 So, das ist auch gewährleistet. Genau, Sauerstoff haben wir. Lagerhaus. Wir haben jetzt 12 Leute. Ja, bauen wir jetzt ein Lagerhaus oder bauen wir jetzt noch mehr Truppen, ne? Das ist die Frage. Wir machen mal mit dem Lagerhaus. Ach, 14 Leute brauchen wir. Ernsthaft? Okay. Okay. Haben die da genug Platz? Ja, kommen sie überall durch. Ich befürchte, wir müssen nur noch mehr Sauerstoff jetzt. 31 die Minute. Mal gucken, wie das ist, wenn das fertig ist. Ich glaube, wir müssen noch mehr Sauerstoff bauen. Aber wir haben ja hier dadurch jetzt einen größeren Bauradius, oder? Wenn das hier fertig ist. Oh. Ah, das war ja mega dumm. Das habe ich ja direkt da drauf gesetzt. Oh, warte mal, das war Quatsch. Das hätte ich... Ja, okay, das war total Quatsch mit Soße. Das muss man natürlich hier hinsetzen. Die Frage ist... wo baue ich denn? Baue ich denn hier die Burg? Oder wie? Hier. Naja, jetzt verstehe ich. Now I understand. Da hätte das hingemusst. Und hier... Ja. Ja, okay. Ja, wir sollten uns nicht in alle Richtungen gleichsetzen. Jetzt habe ich hier gerade schon so eine schöne Mauer gebaut. Das wäre ja für die Katz. Ich glaube, als nächstes kommt hier die Mauer hin, sodass die Frage ist, sollten wir nicht vielleicht... hier erstmal weitermachen. Mit dem Leuchtfeuer. Weil wir hier als nächstes bauen müssen, die Burg. Okay, dann. Warte, das räume ich hier wieder weg. Das ist ja Quatsch, oder? Hat gar nichts verändert. So, währenddessen nehmen wir unsere Leute. Was ist das? Oh, Stufe 2 freischalten. Fan von. Dauert. Was? Oh, wir haben das... Oh, hatten wir das Elden Ring Overlay drin? Echt? Das ist natürlich unangenehm. Danke für den Hinweis. Das ist ja blöd. Kommen wir da... Muss ich erstmal das Leuchtfeuer fertig bauen, schätze ich mal, bis ich da weiterkomme. Wir räubern hier nochmal ein bisschen rum.
So, hier werden die Häuser gebaut. Dann wird es wahrscheinlich gleich wieder eine wütende Nachricht geben. Low Oxygen Production. Ja, angeblich Low Oxygen. Aber wir sind doch noch plus. Wir sind doch noch im Plus. So, alles gut. Dann können wir jetzt... Nee, okay. Wir brauchen 405 Sauerstoff für das Lagerhaus. Dann erstmal wieder nachproduzieren. Erstmal wieder nachproduzieren. So, das ist fertig, das Leuchtfeuer. Fantastisch, dann werden wir gleich... Wo bauen wir die? Hier, oder? Hier so und dann... Ne, da kommen die durch. Miste, da kann ich nicht zumachen. Ah, das ist natürlich Quatsch. Oh geil, Wohlstandsstufe ist erhöht. Was? Wo sind wir an der Attack? Wo? Wo? Oh, ich habe hier niemanden zurückgelassen. Nee, das war mega dumm. Oh nein. Oh Gott. Ja, ich habe völlig vergessen, dass da ja immer noch so Schrate kommen. Ah, Nicole hat schon gefixt, okay. Los, schnell! Die Schrate machen alles kaputt. Ja, das war komplett blöd. Yes. Okay, so, stellt euch mal hin. Dann kann ich euch nicht alle mitnehmen. So, der eine Bogenschütze bleibt da. Und der eine... So, die beiden bleiben hier. Das muss doch reichen, um die Krakeel-Boys abzuhalten, die ab und zu nochmal vorbeikommen. So, ich war dabei zu überlegen, wie ich jetzt hier am besten baue. Und dadurch, dass hier diese Sub-Landschaft ist, kann ich eigentlich nur hier zumachen. Weil hier kann ich nicht bauen. Und da schlüpfen die dann unter durch. Das heißt, ich muss hier schon zumachen und dann hier zumachen. Glaube ich. Das wird interessant. Da brauche ich jetzt aber richtig viel Steine für. Also, wie sieht das jetzt hier aus? Mit dem Lagerhaus. Wo baue ich dich denn? Steinlager und... Da ist das Steinlager und da hinten ist das Holzding. Ich baue dich mal hier im Steinlager. Bau mal. Okay, so die Leute hier, die sollen nochmal... Da sehe ich doch schon wieder was. Da sollen die mal hin. Oder beziehungsweise erstmal von hier oben ausräuchern. Da sind ja vielleicht noch Feinde. Die kann man von hier... Ah, genau. Gute Idee gewesen. Guck mal. Die kann man von hier oben super bekämpfen. Herrlich. Und dann können wir hier diese Ressourcen snacken. Das ist aber vornehmlich Holz, ja. Schade. Ein bisschen Stein wäre nicht schlecht gewesen. So, vielleicht kann ich noch ein paar weitere Truppen nachproduzieren. Das gucken wir mal eben schnell. Ob das möglich ist. Vielleicht kriege ich dann ja auch verbesserte... Oh, Steinmetzgilde muss ich noch bauen. Was kann die denn? Steinmetzgilde. Ah, guck mal, da können wir weitere Verbesserungen bauen. Okay. Häusererweiterung. Oh, das ist sehr gut. In benachbarten Hütten. Ja, wie darf ich das verstehen? Darf ich das da oben drauf bauen? Okay, was bedeutet in benachbarten Hütten? Wenn ich das jetzt hier so baue,
Okay, dann muss ich jetzt erstmal checken. Wie würdet ihr das verstehen? Das ist jetzt zwar erstmal ein Raum, deswegen es wird ja Sinn ergeben, dass es quasi jedes Haus seinen eigenen Raum kriegt. Das würde ja gehen. Sieht man ja hier. So zum Beispiel. Da so an der Ecke. So. So könnte ich ja quasi. Und dann. Oder reicht das, wenn ich das hier hinsetze? Na, dann wären zumindest. So könnte ich zum Beispiel 4 Adjacents machen. Also, oder? Kriege ich den Bonus jetzt auf alle 4 Häuser unter mir? Wie versteht ihr das? Er schafft ein zusätzliches Schlafzimmer in benachbarten Hütten. Flying Kassler, ich schaue sehr gerne bei dir zu. Kann leider meistens erst im Nachgang deinen Stream schauen, aber du hast mir schon viele tolle Spiele gezeigt, mit denen ich dann auch viel Spaß hatte. Ja, das freut mich doch, Kassler. Das freut mich doch. Also, ich würde fast sagen, also hier nicht, aber da könnte ich doch 4, so müsste ich eigentlich 4 Hütten erweitern können. Wir werden es erst rausfinden, wenn ich es baue. Wir sind jetzt bei 10 freien Bürgern. Oder es könnte auch sein, dass ich das sozusagen da hier so ran im Erdgeschoss machen müsste. Könnte auch sein. Ich probiere es einfach aus. Wir werden es erst rausfinden, wenn ich es probiere. Führt kein Weg dran vorbei. So, ich setze jetzt hier das Ding hin. Und zwar mit der offenen Seite, was, glaube ich, total egal ist. So. Jetzt haben wir 10. Wenn das stimmt, müsste ich mindestens 14 haben. Wenn das klappt. Wenn nicht, dann reißen wir das ab und probieren es nochmal neu. So. Die schreddern die da weg. Das ist gut. Ich baue noch keine neuen Soldaten. Weil ich hier mir das Ergebnis nicht ruinieren will. Ah, Oxygen, was sind die denn da? Das ist ja scheiße. Was? Was war das denn für ein Hinweis? So, ist das fertig? Wir sind bei 12. Check ich nicht. Was soll das? Verstehe ich nicht ganz. Auf welche 2 Häuser? Also offensichtlich hat das bei 2 Häusern geklappt. Wieso habe ich denn hier so einen Turm da in der Hand? Bei welchen 2 Häusern hat das geklappt? Ich glaube, das muss unten neben die Hütte, sagt Ansel. Ja, ja, das kann auch sehr gut sein, aber ich habe jetzt ja 2 dazu bekommen. Oder das Ding bringt selber auch noch 2. Als quasi Zusatz. Nee. Ja, das ist doch Mist. Da muss ich das ja rein theoretisch wieder alles komplett neu aufstellen. Ah, warte mal, so könnte man das machen. So davor. Ich mach mal so. Zwischen die. Okay. Beobachten wir mal wieder, was passiert. Das müsste dann ja auch nochmal 2 geben jetzt. Ja. Na gut. Aber ob ich. Ja. Was ist die smarteste? Dann ist es ja fast smarter, das nach oben zu setzen. Fällt mir gerade ein. Wenn das hier auch 2 gibt,
Es sei denn, ich kann noch eine Hütte. Hier oben darf ich natürlich nicht. Aber das... Kann man da nicht... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Ob das nicht vielleicht dann wirklich smart ist, einfach hier dann 3 draufzusetzen. Ich mach das mal. Das auch. Pass auf. Dann müsste ich ja eigentlich... So. Da ist die Tür. Aber es scheint mir total egal zu sein, ob die Tür offen oder zu ist. Wo ist jetzt die Tür? Ist da. Ja, kommt man ja rein theoretisch ran, aber 1, 2. Lol. Meint ihr, das klappt? Ich bin mal gespannt. Also entweder es kommen jetzt 8 dazu. Oder vielleicht auch nur 6. Okay, jetzt gibt es nur 5. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ha. Hatten wir nicht 2 pro Haus eigentlich? Jetzt. Hier gibt ja gar keinen Sinn. Wir sind ja jetzt 5. Es wird beim Platzieren jeweils über den Häusern angezeigt. Ah, okay. Die Häuser, die den Bonus, habe ich gar nicht drauf geachtet. Die Häuser, die den Bonus bekommen, haben dann auch so ein 3-Personen-Zeichen drüber. Okay, ja, dann müssen wir noch mal kurz gucken. Das stimmt. Warte. Ah ja, da. Ja, jetzt sehe ich es auch. Okay, das habe ich eben nicht gesehen. Ah, guck mal, da 3. Also dann war das auf der Ecke doch der smarteste. Aber warum kriegt denn der... Hier zum Beispiel kriegt das Haus unten rechts keinen. Egal wie ich es drehe, der unten rechts kriegt keinen. Aber die 3 Häuser kriegen einen. Sehe ich das richtig? Oder ist das... Nee, das ist das von der... Das ist der Standardwert. Kann das sein, dass... Der hat standardmäßig einen, oder wie? Für sich alleine gestellt? Und wenn ich den hier raufsetze, so macht er einen Bonus. Aber so macht er jetzt nur rechts. Das ist ja komplett weird. So macht er unten links und oben rechts. Wenn ich nach unten gehe? Ja, nach unten geht das. Und wenn ich ihn hier an die Seite packe, geht das auch. Aber wahrscheinlich zählt er dann nur einmal. Den Bonus kann man wahrscheinlich nur einmal haben. Aber das macht mich hier irre, dass das über so über Kreuz nur geht. Und jetzt verstehe ich, okay, dann ergibt das hier nämlich, können wir die auch direkt wieder löschen. Ah ja. Würde es funktionieren, wenn du zwischen 2 Häuser eine Spalte lässt und dann ein Haus draufsetzt.
Du meinst, dass da, dass das in der Luft, also quasi wie so ein. Nee, von der Fläche müsste das nicht gehen, glaube ich. Das ist ja 2x2. Ich will ja gerne das effizienteste System, aber das hier macht mich komplett irre. Weil die Idee, das oben drauf zu setzen, ist ja eigentlich sinnvoll, weil es keinen Platz wegnimmt. Aber auf die Art. Weil so kriegt nicht mal das Haus da drunter. Doch, so würde das. So würde es noch am meisten Sinn machen, dann kriegt das Haus links und rechts was. Ja, es geht immer nur noch links und rechts. Egal wie ich das Haus drehe. Okay. Verstehe. Und so. Naja, da könnte man das so machen, links und rechts. Dann könnte. Was passiert denn, wenn ich dann. Wenn ich es hier mache? Okay, gibt auch nur Bonus für zwei. Man sollte ja meinen, vielleicht, wenn ich dann das hier hinstelle und dann. Nee, aber es geht auch nicht. Okay. Da müsste man das unten tatsächlich bauen. So würde das den beiden Bonus geben. Wenn ich das oben drauf setze. Er kriegt nur. Das gibt's doch nicht. Selbst wenn ich das. Das ist doch Quatsch mit Soße. Das System gefällt mir noch nicht hundertprozentig, aber wir müssen es ja irgendwie verstehen lernen. Ja. Also so ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Dann kriegt der das und der das. Wenn wir es in die Lücken kriegen. Ich glaube, einen doppelten Bonus wird es vermutlich nicht geben. Schätze ich mal. Ich könnte auch was abreißen und gucken, ob das was ändert. Aber wir können. Kriegen die hier gut dazwischen. Da, also wenn ich jetzt hier und da mache, kommen wir mal da ein. So, machen wir die da unten hin. Ich glaube, so ist das wahrscheinlich auch eher gedacht. Warte mal, was habe ich jetzt? Habe ich diesen Hinterhof? Ja, macht ja Sinn. Die Tür führt dann ins Haus rein, oder? Macht ja schon Sinn, dass die Tür dann im Innenbereich ist. Dann machen wir das so. Zack. Zack. Und auf der anderen Seite einfach auch. So. Komme ich dann da noch durch? Nee, natürlich nicht. Müssen die einen weiten Umweg laufen. Es sei denn, ich baue hier. Die müssen einen weiten Umweg laufen. Ist, was es ist, ne? So. Und hier kommen die da noch durch? Nope. Warte. Da müssen die aber durchkommen. Ne, da wird. Das wäre blöd. Dann baue ich den lieber. Der kriegt ja schon. Dann baue ich das hier lieber oben drauf. Ja. Dann kriegt der das von oben, den Bonus. Gott, das ist ein Kuddelmuddel. Ich frage mich, ob ich, wenn ich die hier abreiße jetzt dann, ob ich dann überhaupt wieder was verliere. Wir werden sehen. Was ist mit Sauerstoff? Oh, scheiße, wir haben ein massives Sauerstoffproblem. So, jetzt sind wir bei 22. Jetzt lösche ich mal eins. Just for fun. Und zwar. Überhaupt gar keine Auswirkung. Auch keine Auswirkung. Auch keine Auswirkung. Okay, die kann ich komplett wegnehmen. Aber wir haben ein massives Sauerstoffproblem. Achtung, Achtung! Liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte stellen Sie das Atmen bis auf Weiteres ein.
Wir haben ein massives Sauerstoffproblem und zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich zu sagen, wer daran schuld ist. Wir vermuten Anzuil, der einfach die ganze Luft weggeatmet hat. Aber das ist natürlich bislang Aussage gegen Aussage, weil Anzuil selber sagt natürlich, er war das nicht. Sehr klar. Reicht das von der Größe hier, wenn wir das da so... 2 Meter, wie hoch muss so ein... Wie hoch muss der sein? Steht das da? Platziere ihn über anderen Bauwerken, um die Leistung zu steigern. Ja, das könnt ihr einfach hier so draufsetzen jetzt. Gucken mal. Eiderdaus. Na, wenn das nicht richtig gut von mir gewesen ist gerade, die Idee. Okay. Ja, finde ich super. Stark. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo der Eingang ist, aber das... Muss ich da jetzt noch eine Treppe raufbauen? Habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Wir werden in Kürze die Antworten erhalten, die wir suchen. So, wo ist mein Trupp? Habe ich die jetzt hingeschickt, hier hinten. Die haben wir hier aufgeräumt. Und... Aber warte, nur die, ne? Ja. Nicht die anderen aus dem... Ne, die bleiben, das ist gut. Die holen sich das Holz. Jetzt müssen wir ja wirklich drauf achten, ob der Sauerstoff da ohne Treppe funktioniert. So, das Holz haben wir uns geholt. Jetzt holen wir uns das auch nochmal. Ja, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet, mein Schatz. Aber das ist kein Problem. Für uns. Sagte sie. Und sie sollte recht behalten. Das muss doch so funktionieren. Wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Upp. Und. Upp. Low oxygen production. Was sagen wir? Läuft. Plus 27. Wir sind im Plusbereich. Das ist gut. So. Dann haben wir hier unsere Holzfäller-Räuber-Bandage. Bagage, sagt man, ne? Bandage ist ja, was man sich so um den, die Verletzung wickelt. Okay. Dann. Alle nach Hause. Ist hier noch irgendwas? Ah? Nö, war schon... Plündert. The night is nearly here. Teil 4. Neu in the night is... Oh hier, jetzt können wir die Herrscher ausbilden. Das ist doch gut, aber kostet sehr viel Sauerstoff. Das haben wir nicht. Dann sollten wir eigentlich überall noch so einen Häscher mit reinbacken, ne? Aber nicht genug Sauerstoff. Nicht genug Sauerstoff. Wir müssen unser Sauerstoffnetzwerk erhöhen. Und vor allem müssen wir hier gleich die Burg jetzt errichten. Das wird nämlich jetzt nochmal eine Herausforderung. Freunde. 610 Steine ist nicht so viel. Ist nicht so viel. Boah. Also, wie machen wir das?
Hier müssen wir zubacken. Wisst ihr was? Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ich brauche aber massiv viel Stein für. Und ich weiß nicht, ob das hier reicht, was ich schon habe. Ich habe nämlich hier dort. So, ich zeige euch mal, was ich gedacht habe. Ich zeige euch das jetzt. Ihr werdet sagen, wow! Nein. Wie präzise ist hier die Physik? Das weiß man nicht. Ah ne, das war falsch. Ich werde eine fantastische Konstruktion abliefern. Hm? Mist. Ihr werdet staunen, ihr werdet sagen, wow. Hoffe ich doch. Ah, Mist. Physik ist... Warum? So könnte gehen. Könnte gehen. Wir werden sehen. Das wird super werden. Ich baue nämlich hier schon mal so eine kleine Vorfestung. Und also Vorfestung nicht wie ein Vor, sondern halt wie davor, ne? So. Und dann hatte ich hier den da. So, und jetzt, come on, no. Oh no. Tja. Wir könnten das von der anderen Seite vielleicht noch. Was ist denn, wenn wir... Das muss doch möglich sein. Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein, wenn das ginge, Inge. So, ich experimentiere etwas rum. Sie sehen mich experimentierfreudig. Und vielleicht mit diesem Ding hier. Das könnte doch schallern. Wir wissen es alle nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt so mache? Und dann... Ach komm, da steht doch jetzt schön solide. Das Spiel hat die Physik nicht so hundertprozentig verstanden, so wie ich. Mein Gefühl ist, dass ich mich mit der Physik besser auskenne als das Spiel. Das ist mein Gefühl. Das muss doch jetzt möglich sein. Ihr seht das doch auch, oder? Das ist, guck mal. Ich bin richtig erzürnt. Wieso geht das nicht? Die Plattform will er auch nicht haben. Die sind sicher offen für Feedback. Das stimmt. Das glaube ich auch. Aber rein physikalisch ist das, was ich hier mache, absolut im Rahmen. Aber dann mache ich das halt anders. Dann werde ich jetzt davor zurückschrecken, beleidigt zu sein. Und mach stattdessen trotzdem was Cooles. Frage ist, wie viel Baumaterial sollte ich dafür verbrauchen? Weil ich habe nicht mehr so viel. Die Idee wäre nämlich, dass ich das komplett hier einmal schon mal so eine Festung mache. Und im Idealfall mache ich die natürlich auch schön kompakt.
So. Richtig dicker Brocken. Und das gleiche hier. Und dann sind mir gleich meine Steine weg. Das ist das Problem, das ich damit habe. Das ist eher physikalisch gerade problematisch, was ich da gemacht habe. Eigentlich. So. Das kostet so viel Stein, das ist komplett absurd, was ich gerade mache. Ich glaube, das ist kompletter Quatsch. Und wird mich noch teuer zu stehen kommen. Fürchte ich. Aber es macht halt einfach Spaß. Man kann so richtig größenwahnsinnig werden. Und das habe ich mir schon immer gewünscht. So, und dann haue ich jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Aber da kann ich doch hier schon mal die Johnnies dahin platzieren. Und die wabern hier durch die Suppe durch. Und die wollen ja eigentlich gar nicht hier irgendwas machen. Und dann kann ich die hier schon richtig in Empfang nehmen. Und die können sich nicht dagegen wehren. Das war eigentlich eine gute Idee. Oder? Ich glaube, ja. So. Die muss ich natürlich noch darauf kriegen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass hier so eine kleine Treppe verfügbar ist. Das mache ich jetzt einfach. Es kann auch aus Holz sein, weil dann spare ich Material. Sieht aber scheiße aus. Aber ich muss dringend Material sparen. Deswegen machen wir das so. Ich wollte das eigentlich verbinden, aber das hat man mir genommen. Diesen Plan. Diese Möglichkeit, diese Vision hat man mir einfach geraubt. Das ist jammerschade. Nö, oder? So, kleine Plattform. Gehen Sie darauf. Ja, so kommt man da nicht mehr. Nee. Wir müssen es schon so machen. Okay. Nicht schön, aber es könnte dafür sorgen, dass ich jetzt hier so ein paar von den Freunden hinstelle, dass die schon mal eine kleine Vorauswahl treffen. Wer alles in die Burg kommt, also überhaupt zu den richtigen Mauern gelangt. Ich wäre sehr beleidigt, wenn die dann der Meinung sind, die dürfen jetzt hier hoch. Das möchte ich wirklich verhindern. Aber wir müssen erstmal mit den wenigen, weil ich komplett dekadent durchgedreht bin, mit den wenigen Sachen, die uns bleiben, noch jetzt eine Burg bauen. Auf die Schnelle. So. Viel zu wenig Steine noch. Das war komplett dumm, was ich gemacht habe. Aber es hat Spaß gemacht. Und das ist einfach das Wichtigste. Spaß. So. Sollten wir uns vielleicht hier darauf beschränken, dass wir die nicht so fett machen einfach, die Burg. So. Bisschen simpler bauen. Das ist jetzt, glaube ich, das Gebot der Stunde.
einfach ein bisschen simpler bauen. Und gleichzeitig aber auch hochbauen. Dass die hier... Nee. Ja, sieht gut aus. Und ja, jetzt müssen wir die anderen hier auch noch. Ich habe nur noch 46 Steine, das ist einfach komplett lächerlich. Ja. Was willst du machen? Da kannst du nichts, kannst du einfach nichts machen. Jetzt baue ich mit Holz hier so ein paar. Das ist einfach auch sehr typisch. Das sieht doch schön aus. Dann einen kleine Plattform. Na, nö, die reicht. Und nee, wir nehmen die anderen Stufen, die Standardstufis. So. Und dann kommen die da so rauf. Tippeltappel. Und so. Nee. Seien Sie. So. Ja, das muss jetzt erstmal reichen. Die Mauer ist nicht gut. Tatsächlich. Kann ich die vielleicht simpel noch verbessern, wenn ich... So. Und jetzt kann ich aber leider keine Zinnen errichten. Nur 34 Steine habe ich noch. Oh, was das wieder Geiles. Das ist ja. Oh. Ja, wieder komplett neue Sachen bekommen. Okay. Finde es mega nice. So rum. Das ist natürlich klasse. Das ist im Prinzip doch das gleiche wie die Zinnen, oder? Nur, dass man auch drauf bauen kann. Ja, geil. Das ist doch das, was wir uns immer gewünscht hatten. Aber jetzt wird natürlich das hier dafür sorgen, dass die Mauern schlechter sind. Leider. Aber na gut. Not enough stone. Not enough stone. Ja, so ist das halt im Leben. Kann man es nicht mehr leisten. Kann man hier alles haben. So, jetzt müssen wir, wir müssen Zeit. Wir können ja noch Stein herstellen. Wir können hier noch eine zweite Stone-Grube machen, sehe ich gerade. Warum eigentlich nicht? Und zwar, pass auf, jetzt kommt's, das ist vorübergehend. Was ich jetzt baue ist, obwohl, ist ja nicht so weit. Ich baue hier jetzt noch eine. Habe ich genug Materialien für eine weitere. Wo bist du? Oh, Brandpfeile. Wurfgift. Okay. Es gibt so viele geile Sachen noch. Das sind einfach komplett geile neue Sachen dazugekommen.
Leute, es sind zu viele gute Sachen hier. So, was ist eigentlich mit den Dingern hier? Das ist auch geil. Okay. Wie das? How is it working? Hm. Wo muss das? Ist es theoretisch? Wie mache ich das denn am besten? Muss das so? Okay, dann muss ich jetzt, das probiere ich jetzt mal aus. Ich baue da mal so zwei von. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir werden sehen. Aber hier, da haben wir noch richtige Johnnies für. Und das ist nämlich ziemlich geil. Ja, okay, das ist ja herzallerliebst. Guck mal. Ja, das ist ja auch nochmal ein Game Changer. Haha. Okay. Das machen wir hier auch. Wie viel darf ich denn? Der Weg muss vermutlich frei bleiben, ne? Ich nehme an, die müssen das... Oder darf ich... Also ich weiß es nicht. Wie, darf ich es einfach zumachen? Okay, offensichtlich kann ich es einfach zumachen. Das ist ja fantastisch. Ja, was wollen die denn jetzt noch machen? Die können ja gar nichts mehr machen. Ich habe jetzt ja schon gewonnen. Der Sieg ist mein. Ich bin jetzt offiziell in die Unbesiegbarkeit eingetreten. Kann ich auch mein Tor nochmal verrammeln? Ja, was wollen die jetzt noch machen? Das ist ja komplett vorbei, das Spiel jetzt. GG. Was sollen die denn jetzt noch machen? Außer verlieren. Das ist ja... Okay. Also, dann stellt euch mal hier, wo seid ihr? Stellt euch mal alle so auf. Wo sind meine... So, einmal Aufstellung nehmen, bitte. So. Where to? Jetzt muss ich mal schauen, wer wohin geht. Also... Einer geht auf jeden Fall dahin. Und der andere da. So, können wir losziehen. Oh, die gehen einfach so durch. Natürlich gut. Okay, wie viel Holz habe ich noch? 77 Holz. So, die gehen dahin. Dann... Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache mit den Kohlepfannen hier, aber dadurch, dass der weiße Bereich dieser Konstruktion hier ist, gehe ich mal einfach davon aus, die stecken ihre Pfeile da rein oder sowas. Die Pfeile oben sind falsch rum. Diese hier oder was? Meinst du die Dinger oder was? Würde ich sagen. Naja, okay. Ich dachte, du weißt es. Du bist ja wie einer bei Wer wird Millionär, der sich meldet und dann weiß er das gar nicht. Aber guck mal hier, Ansu. Es gibt ja dieses weiße Viereck. Und das ist ja so. Also ich nehme mal an, das ist der Bereich oder nicht. Also entweder die Bogenschützen müssen halt, können damit halt ihre Pfeile... Ey, oder was? Ja, fuck. Oder ist es... Das ist doch für Brandpfeile. Das ist doch... Warte mal, ich lese das nochmal durch, genau, was da steht.
rüstet Bogenschützen, Jäger und Partisanen mit brennenden Pfeilen aus. Na, wir werden gleich sehen, wie das passiert. Also es klingt für mich nicht wie eine Selbstschussanlage, sondern ich habe eher das Gefühl, das gibt meinen Bogenschützen die Möglichkeit, ihre Pfeile anzuzünden, so vom Text her. Wäre natürlich geil, wenn es selber schießt, das würde es nochmal erleichtern. Aber okay. Dann geht's weiter. Wie viel kann ich davon noch bauen, bis mir hier alles ausgeht? Ich weiß nicht, von wo die noch kommen können. Davon daher eigentlich nicht. Wie viel Holz habe ich noch? 32 Mark Holz. Egal, jetzt habe ich gar nichts mehr. So, dann weiter, weiter, weiter. Die gehen jetzt da ein. Dann habe ich... Warum hat der eine andere Farbe? Hat der schon Level Up oder was? Der geht hier hin. So. Dann teilen wir die restlichen Leute noch auf. Wobei, nee, das ist ja Quatsch. Warte mal, sie geht dahin. Und er geht dahin. Ich hatte nämlich gar nicht so viele Leute, wie ich gerne hätte. Makes sense. Habe ich vier da. Ja. So, du gehst mal hier hin. Ja. Dann schauen wir mal. Wobei, ich habe ja die beiden Bogenschützen hier noch, ne? Was kostet mich denn ein... 45. Ah, jetzt fehlt mir das Holz. Komm. So. Das wird schon funktionieren. Ich bin guter Dinge. Also der nächste Angriff wird einfach Kinderspiel werden. Das läuft. Mach ich gar keine, mach mir keine Sorgen. So. Der, wenn er. Ja, ja, sie kommen. Alles gut. So, der kommt natürlich noch hier mit drauf. Dann haben wir da auch ein paar mehr jetzt. Das muss ja... Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Schießen die von da oben? Ja, fantastisch. So, und wie funktioniert das jetzt mit den Brandpfeilen? Gar nicht. Oh, ey, nee, das ist Kacke von euch. Das ist Kacke. Aber die können hier gar nicht angetastet werden. Ist gut. Warte. Wir müssen ja zwei Sachen gleichzeitig im Auge behalten. Oh, die machen hier Fokusfeuer auf eine... Position und das ist komplett in die Grütze gegangen. Scheiße. Ja. Das war nicht gut. Okay. Warte, ich muss mal gucken, ob ich... Das ging schnell. Das irgendwie retten kann. Ach du grüne Neune. Wieso machen die das so schnell kaputt? Ach du. Aha. Fuck. Mhm. Ach du Scheiße. Hier läuft's besser. Sehr viel besser. I'm ready. Huh?
Let's go already. Die beiden hier. Aber mal sowas von schnell. Verstärkung herbeirufen. Ja. That's right. Grüne Neune. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so frech ist. Dass sie einfach meine Mauer einreißen, als wenn die aus Papier wäre. Okay, wir haben die Nacht überlebt, das ist das Einzige, was zählt. Das hier hat gut geklappt. Tatsächlich. Ey! Ah, das hier ist super. Weil die gar keinen Ansatz haben, hier irgendwas kaputt zu machen. Jetzt baue ich hier gleich noch so... hier diese Gänge da, die mir einen Bonus geben, hin. Und dann passiert da gar nichts mehr. Alles klar. Aber das hier ist natürlich schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, die... drei... Masks on. A unit can't reach its destination. Ach so, scheiße. Ja, ich helfe dir, keine Sorge. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Post me high on it. Ich helfe dir. Weg. Holz, 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 Holz. Und eine kleine Wendeltreppe. So. So, jetzt kommst du da runter. Und jetzt können wir... Okay, das ist natürlich jetzt alles ganz schlimm, was hier passiert ist. Wir haben die richtig Rabatz gemacht. Wir könnten auch darüber nachdenken, hier... nochmal das gleiche zu machen wie da, so dass wir die so ins Kreuzfeuer nehmen, ne? Also wir bauen hier nochmal eine Steine, also wir bauen natürlich jetzt erstmal Steine ohne Ende, bauen hier eine zweite und dann sind die hier von beiden Seiten, werden die einfach auseinander gepflückt. Ich glaube, das ist ein gangbarer Weg. Das hier habe ich noch nicht gecheckt, ob das funktioniert hat. Ich glaube eher nicht mit diesen Pfeilen da. Die Pfeilen haben sie vielleicht an den Punkt getrichtert. Ja, das könnte natürlich sein. Überlebt ist überlebt. Und wir haben auch nicht so viel Truppen verloren. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Das habe ich hier gut gemacht. Wir brauchen jetzt Stein. Ich würde gerne als erstes... Es gibt so viel gute Sachen, die wir brauchen. Aber ich würde gerne eine zweite... Steinbruchhütte bauen. Dazu brauchen wir 25 Sauerstoff. Boah. 3 die Minute. Ne, wir müssen mehr Sauerstoff bauen. Ach. Natürlich jetzt echt Quatsch. So. Ja. Müssen mehr auf Gebäude raufgehen. Hier auf... Nö, natürlich nicht. Schön wär's. Aber hier, guck mal. Warum denn nicht? Warum denn eigentlich nicht? Bam. Ach hier, weil das Ding... Haben sie mir den Turm da weggenommen. Schweinebande. Aber es ergibt schon Sinn, dass man dann den Platz nutzt, den man eh schon hat und auf Gebäuden drauf baut. Das ist auch wieder ein Learning, was wir haben. Das hier ist eigentlich eher nicht so ein guter Ort. Will ich ja noch nutzen. Und so... kann ich da niemanden mehr raufstellen, aber ich könnte
Haben wir jetzt dafür unser kostbares Gestein? Nein, das machen wir mit Holz. So, komm. Warte mal, auf was schießt du denn da noch? Warte mal auf, da werden wir schon wieder angegriffen. So geht das doch. Guck. So. Fantastisch. Und da, die hören einfach nicht auf. Die gehen auch immer an dieselbe Stelle. Richtig nervig. Unangenehme Kreaturen. Unangenehme Kreaturen. Naja. Na gut. Also, ich finde an dieser Stelle, ich kann hier einfach stundenlang spielen. Das macht schon Spaß. Ich habe sehr viel noch nicht erforscht, was mir mit Tier 2 jetzt zur Verfügung steht. Also die Steinmetzgilde, dann Lufthändler, Tausch von Sauerstoff gegen andere Ressourcen haben wir noch nicht gebaut. Dann hier, guck mal, da, bei 3 gibt es hier auch noch neue Sachen. Und irgendwas hatten wir noch nicht gebaut. Hier, das Wurfgift und die Brandpfeile. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das müsste ja eigentlich dauerhaft dafür sorgen, dass alle Bogenschützen Brandpfeile bekommen. Oder wie ist das zu verstehen? Oder nur da, wo ich das gebaut habe. Das, okay, das checke ich noch nicht ganz. Wenn ich das jetzt hier oben bauen würde. Ah, okay, vielleicht ist das doch so zu verstehen. Wenn ich das jetzt hier baue, müsste ich nochmal eine Plattform errichten. Also könnte man dann ja theoretisch. Wenn wir das so machen. Da kommen die ja durch jetzt, oder? Ja. Und wenn ich denn jetzt so einen Brandpfeil. Kiosk errichte, so? Oder muss der so? So ist versperrt, so kommen die da nicht mehr hin, ne? Ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Holen die sich dann da Brandpfeile? Dann müsste ich das einmal tauschen mit dem Kiosk, hier mit diesem Luftgerät. So vielleicht. Naja, also es gibt noch eine Menge zu probieren und zu erforschen. Ich finde, jetzt habe ich ein ganz gutes Verständnis für das Spiel. Wenn euch das Spaß gemacht habt, schreibt es gerne in die Comments. Ich fand das sehr lustig. Bin direkt versucht, auch noch so weiter zu spielen, weil einfach die Zeit plätschert so dahin und wir haben einfach mal über 3 Stunden diese Session gemacht, weil es auch Spaß gemacht hat. Das war's von mir und check it out on Steam. Wenn ihr Bock drauf habt, kommt die Tage raus und versucht eine bessere Burg zu bauen als ich. Es ist unmöglich. Nein, das ist Quatsch. Versucht es nicht, ihr werdet dran scheitern und dann seid ihr schlecht gelaunt. Versucht eine Burg zu bauen, die sich an meiner orientiert, aber möglichst ohne den Ehrgeiz es genauso gut zu machen. Daran kann man ja nur verzweifeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Leute.